Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle. Wir treten an in Baltimore im Stadion der Ravens gegen ein EA Sports Team. Sanders mit dem Return, der wurschtelt sich da immer noch durch. Boah, und kommt an die 46-Yard-Linie. Starker Return von Primetime. Oh ne, das stellen wir mal. Nicht auf aggressiv, wir bleiben mal ganz konservativ. Konservativ, auch der Beginn in das Spiel. Wir laufen erstmal mit Emmitt Smith über die Außen. Tja, ein paar Blocks hätten geholfen, aber Kylie Mack von den Chicago Bears mit dem Sack. 2012. Witten und Alawele attackieren die Mitte. Wir achten auf Irvin links außen. Interception. Perfekt gespielt vom EA Sports Team. Aber wirklich jeder Receiver perfekt abgeschirmt. Das war, glaube ich, mit die beste Pass-Coverage, die ich gegen diesen Texas-Spielzug bis dato gesehen habe. Großartiges Play. Und die Cowboys haben gleich ein Problem. Denn das EA Sports Team ist an der 36-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Lauf durch die Mitte. Gestoppt an der 31-Yard-Linie. Erst Coleman war das. Holt einen 4-Yard-Raumgewinn heraus. Cover 6, Invert. 2. und 6 von der 31. Complete Pass. Eieieiei. Schlechte Tackles. Erster und 10 an der 24-Yard-Linie. Oh, was geht hier bei diesem Footballspiel ab? 2010, endlich mal ein guter Einsatz meiner Defense. Cover 4 Quarters. 2010. Lamar Jackson bringt seinen zweiten Pass an. Erster und 10 an der 11-Yard-Linie. Der nächste Run über die Außen. Gutes Tackling von Sanders. Aber es ist ein zweiter Versuch und 9. Ball ist an der 10-Yard-Linie. Der Tight End in Motion. Lauf über die Oh nein, Leute. Also viel mehr Fehler kann man nicht machen, wie wir hier in diesen Drive hingelegt haben in der Defense. Eine Katastrophe. Verdientermaßen 7:0 die Führung für das EA Sports Team. Wir müssen uns hier echt mal am Riemen reißen, um in dieses Spiel hineinzukommen. Der Kick ist unterwegs. Sanders nimmt den Ball auf an der 7-Yard-Linie. Gestoppt an der 30, heißt es jetzt, erster Versuch und 10. So, lass uns hier mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Hoffentlich über ein Laufspiel. Counterplay. Ja, und da, wo ich hinlaufen wollte, kommt ein Blitz. X-Slant. Wir schicken Irvin von links auf eine Slant-Route. Und da ist er frei, aber Mutterseelen alleine. Footways, Seitenlinie entlang, Touchdown Cowboys. Unfassbar. Welcome to the game, liebe Dallas Cowboys. Ein Big Play und es steht unentschieden, es steht 7:7 und wieder habe ich die Two-Point-Conversion vergessen, hurra. 21 Sekunden haben wir noch zu spielen im ersten Quarter. Jetzt muss unsere Defense aber mal hoffentlich vernünftig arbeiten gegen die Offense von Lamar Jackson. Kick wird retourniert, obwohl er relativ weit in der Endzone erst aufgenommen wurde. Der Return endet an der 25-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für das EA Sports Team. Wir gehen in eine Man-to-Man-Coverage hinein. Erster und 10 an der 25. What?
Das sah sehr nach einem Option-Play aus. Als Lamar Jackson gemerkt hat, alle gehen auf den Quarterback, wird der Ball übergeben an Coleman. Der holt das First Down raus. Ball an der 37. Ah, werden wir da noch ein Play sehen? Die Sekunden laufen runter. Nein, es dauert zu lange. Das erste Quarter ist vorbei. Es steht unentschieden. Erster und 10 an der 37-Yard-Linie. Coleman diesmal schnell gestoppt. Bennett war da, macht die Lücke zu. Zweiter Versuch und 10. Wieder ein Lauf, also sehr lauflastig das EA Sports Team. Jetzt haben sie nur ein Problem, jetzt ist es ein dritter Versuch und 8. In eine Rubber Press. Müssen jetzt natürlich auch auf Lamar Jackson achten. Nicht, dass der uns aus der Pocket entweicht. Und genau das passiert. Aber der Linebacker ist da. Sean Lee macht den wichtigen Tackle. Vierter Versuch und 7. Der Run ist gestoppt. Der Drive ist gestoppt. Nachdem der Run gestoppt wurde. Wir sehen den Punt noch vor dem 2-Minute-Warning. Der geht weit in die Endzone hinein, deswegen kein Return. Wir sind in den letzten 2 Minuten der Partie. Die Cowboys haben den Ball. Nehmen wir den Cowboys Slot Slant. Achten auf uns, wir achten auf Cooper auf den beiden Außen. Witten und Irvin attackieren die Mitte. Und da gehen wir auch auf Nummer sicher, gehen auf Jason Witten, der ist an der 24-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 6, Slot Drive. Witten attackiert die Mitte. Irvin aus dem Slot heraus und Cooper auf der Außen. Auch hier wieder Nummer sicher, Ball ging auf Emmett Smith. Der Ball ist an der 27-Yard-Linie. Aber jetzt haben wir auch einen dritten Versuch und 3. Nehmen wir den Stick. Irvin und Owens von der linken Seite, Jason Witten die Sicherung zum First Down. So, der Ball geht wieder auf Michael Irvin. Und jetzt sind wir an der 43-Yard-Linie. Wichtiges First Down. Four Verticals. So, Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Cooper und Owens auf den beiden Außenpositionen. Ja, aber da ist keiner bei unserem Slot Receiver, bei Michael Irvin. Und der Ball ist in der Red Zone. Erster und 10 an der 17-Yard-Linie. Ich nehme bewusst keine Auszeiten hier. Ich traue das meiner Offense zu. Wir haben noch alle 3 Auszeiten, also noch alle Zeit der Welt. Irvin und Owens von der linken Seite. Jason Witten wieder die Sicherung. Ball geht über die Mitte auf Michael Irvin. Der Ball ist an der 5-Yard-Linie. Ja, Irvin dreht hier mal richtig auf. Wir nehmen die Verticals. Ich gehe aber. Wir achten auf Jason Witten und auf Amai Cooper. Ball geht zu Witten. Der kommt aber nicht in die Endzone. Und jetzt sind es nur noch 5 Sekunden. Second and goal. Können wir noch ein Play ausführen? Ich versuche ganz schnell auf Jason Witten zu werfen. Second and goal. Diesmal direkt ein Pass. Wir nehmen den Stick, achten auf Witten, achten auf Terrell Owens. Und das ist der Touchdown für die Cowboys. 1 Sekunde vor dem Ende. Touchdown Terrell Owens. So. Jetzt probieren wir auch die Two-Point-Conversion. Wieder Owens von links. Jason Witten die Sicherung. Und ein Troy Aikman, der selbst in die Endzone läuft. 15 zu 7 die Führung für die Dallas Cowboys. 1 Sekunde haben wir noch zu spielen.
So, da werden wir einen Swip-Kick durchführen, damit wir hier nicht irgendwie returnmäßig in Schwierigkeiten kommen. Die Uhr läuft jetzt. So, 15 zu 7 führen die Cowboys nach einem Katastrophenbeginn gegen das EA Sports Team. Aber wir müssen jetzt die zweite Hälfte der Partie mit dem Kickoff eröffnen. Und müssen das EA Sports Team vom Scoren abhalten. So, der Return startet an der 4-Yard-Linie. Oh, der ist gar nicht mal verkehrt. In der Mitte habe ich gerade gedacht, da tut sich eine Lücke auf. Erster und 10 an der 34-Yard-Linie für den Return von Coleman. So, letzten 2 Minuten der Partie. Dann gehen wir in eine Zone Coverage, eine Cover 4 Quarters hinein. Erster und 10. Ach, wir sind im dritten Quarter. Was sage ich denn da? Ich habe gerade. Mir fehlte komplett das Two-Minute Warning. Zweiter und 11. Mein Gott, wir sind ja schon im dritten Quarter. Also Man-to-Man Coverage. Dann werden wir ganz konservativ. So, zweiter und 11. Lamar Jackson läuft, slidet ab, bevor der Kontakt zu Sean Lee kommt. Das ist ein dritter Versuch und 1 von der 43-Yard-Linie. Und das ist ein vollständiger Pass. Sanjeo mit dem Tackle. Erster und 10 an der 48-Yard-Linie. Reception von Jerry Rice. Dem Wide Receiver schlechthin in der NFL. Passte wie die Faust aufs Auge. Oh, was passiert denn da? Er tut Joel Jones mit einem beherzten Hüpfer, aber leider nicht mit einem Tackle. So, der Ball ist schon an der 42-Yard-Linie. Die Cowboys müssen aufpassen. Zweiter und 4. Guter Drive des EA Sports Teams bis dato. Lauf durch die Mitte und das ist das nächste First Down. Ball an der 35-Yard-Linie. Wir wechseln jetzt in eine Zone Coverage. Nehmen wir die Cover 4 Quarters. Erster und 10 an der 35-Yard-Linie. Boah, wie kommt der denn da durch? Das gibt's ja gar nicht. Lamar Jackson hat einen Heidenrespekt vor Sean Lee, so wie es aussieht. Zweiter und 4. Wir blitzen mit dem Mitblitz. Haben die Linebacker in die D-Line gezogen. Das ist nicht zu glauben. Perfekte Ballübergabe von Lamar Jackson an den Running Back. Erster und 10 in der Red Zone der Cowboys, die enorme Schwierigkeiten haben, diese Offense zu stoppen. Erster und 10 an der 18-Yard-Linie. Lauf durch die Mitte, es ist der Touchdown. Unfassbar! Das ist zu einfach. So einfach darf ein Running Back nicht durch die Mitte gehen. Jetzt der Versuch der Two-Point-Conversion. Lauf über die Außen und der ist nicht gut. Das heißt, die Cowboys bleiben in Führung. Da hat sich das Risiko mit der Two-Point-Conversion absolut gelohnt. So, wir haben noch 19 Sekunden im dritten Quarter zu spielen. Sanders nimmt den Ball an der 1-Yard-Linie auf. Return über die linke Seite, gestoppt bereits an der 33-Yard-Linie. Wir haben noch 15 Sekunden zu spielen im dritten Quarter. Laufspiel, Emmitt Smith über die linke Seite. Ein Counterplay. Wir kommen an die 35-Yard-Linie. 2 Yards Raumgewinn und jetzt ist das dritte Quarter auch schon vorbei. Wir müssen hier punkten. Im Idealfall sogar noch wieder einen Touchdown hinlegen. Aber das wird schwer. Wir laufen durch die Mitte, ein Trap-Spielzug. Zweiter und 8, Ball an der 35-Yard-Linie. Die verteidigen mörderisch gut. 3 Rushes minus 1 Yard für Emmitt Smith. Also momentan ist mit Laufspiel
nicht viel zu holen. Nehmen wir die Strong Flute, achten auf Owens, links außen. Das gefällt mir nicht. Ich nehme den Stick. Wir schicken Irvin und Owens von der linken Seite auf Slant Routes. Oh Gott, was für ein Ball von Aikman. Katastrophenpass. Und das ist natürlich jetzt das absolut Schlimmste, was passieren konnte. Three and out. Wir müssen den Ball direkt wieder abgeben gegen eine Offense, die wir nicht stoppen können. An der 33-Yard-Linie. Es ist nur ein 2-Punkte-Vorsprung, den die Cowboys haben. Heißt ein Field Goal und das EA Sports Team ist in Führung. Erster und 10 an der 33. Schöner Tackle von Sean Lee. Zweiter Versuch und 11. Ja, da sind wir jetzt beim Two-Minute-Warning. Kein Spielzug mehr. So, es laufen die letzten 2 Minuten der Partie. Beide Teams haben noch alle 3 Auszeiten. Aber jetzt kommt es hier wirklich komplett auf die Defense an. Zweiter und 11. Viel Druck auf Lamar Jackson von DeMarcus Lawrence. Und siehe an, wir haben auf einmal einen dritten Versuch und 11. Cover 4 Palms. Ein dritter und richtig lang. Incomplete Pass. Byron Jones ist da. Und jetzt zwingen wir das EA Sports Team in einen vierten Versuch und 11 hinein. Wir gehen in eine Cover 4 Quarters. Lamar Jackson muss werfen. Er wirft. Der Ball ist abgetippt und damit haben wir einen Turnover on Downs. Ballbesitz Cowboys an der 32-Yard-Linie des EA Sports Teams. Wir sind also in einer guten Field-Goal-Range. Laufen mit Emmets. Du kannst nicht laufen. Also ich weiß nicht, was mit meiner O-Line mittlerweile los ist, aber die wird jetzt zerfleddert. Das tut in der Seele weh. Wir haben das erste Timeout des EA Sports Teams jetzt gerade gesehen. Lauf über die Außen, dann Halfback Stretch Arc. Ich wechsle die Seite. Heißt, wir laufen nicht über rechts, sondern über links. Und auf einmal hat Emmett eine Lücke. Und das ist der Touchdown für die Cowboys. Das erste Runplay, das funktioniert hat. So, wir führen mit 8 Punkten. Heißt, ich kann mir jetzt erlauben, einen ganz normalen PET zu erzielen, denn jetzt haben wir eine 9-Punkte-Führung und das ist ein Two-Score-Game. Heißt, das EA Sports Team muss zweimal scoren, hat dafür nur noch 1:38 Zeit und 2 Auszeiten. Kick geht tief in die Endzone hinein, wird nicht retourniert. Kneel down heißt erster und 10 an der 25-Yard-Linie. So, wir bleiben in der Zone Coverage. Erster und 10 an der 25. Unfassbar, da kommt keiner der Linespieler durch zu Lamar Jackson. Der findet dann irgendwann dann doch mal eine Anspielstation. Erster und 10. Perfektes Play. Pass auf die Außen, Receiver geht ins Aus. Uhr bleibt stehen. Erster und 10 an der 49-Yard-Linie. Kurz vor der Mittellinie ist der Ball also. Lamar Jackson stark unter Druck, findet aber einen Receiver. Der Ball ist an der 39-Yard-Linie. Neuer Erster und 10. Jetzt ist der Ball an der 14-Yard-Linie in der Red Zone der Cowboys.
Das EA Sports Team nimmt keine Auszeit. Oh, da war der Receiver aus. Außerhalb des Spielfelds, kam zurück und das ist verboten. Strafe gegen das EA Sports Team. Zweiter und 10 an der 14-Yard-Linie. Wir haben noch 41 Sekunden auf der Uhr. Zweiter und 10 innerhalb der Red Zone der Cowboys. Und endlich mal kommt der Too Tall Jones durch. Macht den Sack. Dritter und 19 damit. Und er ist weit ins Aus. Ja, auf einmal lässt Lamar Jackson hier die Sicherheit vermissen. Jetzt der Versuch eines Field Goals. Der gelingt. Jetzt steht 22 zu 16. Wir haben nur eine 6-Punkte-Führung. Jetzt kommt natürlich der Onside-Kick. Den sollten wir natürlich unbedingt erobern. An der 42-Yard-Linie kommen die Cowboys aufs Feld. Zwei Auszeiten hat das EA Sports Team noch. Wichtig ist jetzt eigentlich nur eins: Ballkontrolle. Und Emmitt Smith hat jetzt Blut geleckt. Neues First Down. Damit sind wir in Field Goal Range, könnten also jetzt hier wieder ein Field Goal erzielen. Haben noch 11 Sekunden auf der Uhr. Eine Auszeit hat das EA Sports Team noch. Und die nehmen sie jetzt. Dunkle Wolken in Baltimore. So. Auszeiten nicht mehr vorhanden. Das heißt, das wird höchstwahrscheinlich hier das letzte Play im Spiel sein. Emmitt nochmal mit einem schönen Run an die 15-Yard-Linie. Und jetzt laufen die Sekunden langsam runter. Und da ist der Schlusspfiff. Coach Harbaugh verliert gegen die Dallas Cowboys 22 zu 16. Damit sind wir in den Solo-Battlen diese Woche 6-0. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.